Liebe Zuschauer, wird der Aufwärtstrend beim DAX weitergehen oder ist mit Rücksetzern zu rechnen? Das werden Sie sich wahrscheinlich fragen. Und es gibt positive Impulse eben von der Berichtssaison her. Es gibt auch konjunkturell positive Impulse, aber natürlich auch negative eben, wenn negative Nachrichten aus den Euro-Krisenstaaten kommen. Dann, wie haben wir das gesehen nach der Italienwahl, dann ist dann doch gleich der DAX in Mitleidenschaft gezogen. Ja, wie die Unsicherheit sich jetzt weiter am Markt zeigen wird und ob sie sich noch weiter zeigen wird, das weiß Erik Schaffhauser von der Saxo Bank, der ist jetzt bei mir hier im Interview. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, herzlich willkommen. Ja, die Italienwahl, wir haben es gesehen, die Auswirkungen waren auf jeden Fall da beim DAX, aber es hat sich relativ schnell wieder beruhigt. Hat Sie das überrascht? Nein, das hat eine Reihe von Faktoren. Also zum einen muss man ja etwas zynisch sagen, hat uns das Beispiel Belgien gezeigt, wie positiv sich eine regierungsfreie Zeit auswirken kann auf eine Volkswirtschaft. Belgien hatte, glaube ich, die stabilste Wirtschaft in der Zeit, als es keine Regierung hatte. Jetzt geht Italien auf eine solche Phase zu. Das muss also gar nicht unbedingt negativ sein. Aber Spaß beiseite, natürlich machen sich die Leute Sorgen, wenn Italien unregierbar wird. Wie geht es dann mit Euroland weiter, insbesondere wenn die Euro-Region vielleicht reagieren muss auf Herausforderungen, was passiert, wenn Spanien einen Rettungsantrag stellen muss, während Italien nicht regierungsfähig ist. Das wäre so ein Horrorszenario. Man darf aber nicht vergessen, dass die Zentralbanken weiter voll mit dem Rücken hinter dem Markt stehen und bereits erklärt haben, dass sie jederzeit zu Stützungskäufen bereit sind. Das heißt, die Märkte haben einen sehr starken Rückenwind und da kann man einen solchen Schock relativ schnell verdauen. Das heißt, Sie bewerten den Markt momentan eher positiv, also dass die positiven Impulse überwiegen? Generell ja. Wir sehen eine sehr große Zahl Risikofaktoren, sodass man jederzeit mit einem schnellen, starken Rückschlag rechnen muss, wie wir es am Montag gesehen haben. Aber generell gehen wir davon aus, dass die kommenden 10 Jahre eher das Jahr der Aktie sind als das der Anleihe. Und wie weit kann das dann nach oben gehen beim DAX, wenn wir jetzt da mal bleiben bei dem Beispiel? Also nach unten würden wir sagen, 6,7, 6,5 ist als Rückschlag erstmal nicht unmöglich. Nicht unbedingt sehr wahrscheinlich, aber es wäre jetzt kein Horrorszenario, wenn das eintreten würde. Nach oben ist, wenn wir von 10 positiven Jahren ausgehen, sicherlich der Bereich 11.000, 12.000 nicht utopisch. Aber eben nicht nächstes Jahr, sondern dann über eine längere Phase hinausgesprochen. Ein Anleger ist natürlich nicht gefeit vor Rückschlägen, das hatten Sie eben auch gesagt, aber das ist natürlich auch das, was ein Anleger belastet. Und da ist natürlich die Frage, wie kann er sich denn gegen solche Rückschläge absichern und sollte er das momentan dann überhaupt schon tun? Das ist eine sehr wichtige Frage, die ich mir als Anleger aber selber stellen muss. Wozu ich da raten würde, ist bei jedem Trade, den ich mache und bei jeder Position, die ich nehme, mir vorher zu überlegen, was ist mein Szenario? Wenn ich jetzt anfange, eine DAX-Position aufzubauen und sage, ich habe in 10 Jahren ein Ziel von 12.000 Punkten, dann sollte ich mich nicht so aufstellen, dass ich in Panik gerate, wenn ich einen Rückschritt von 200 Punkten erlebe. Wenn ich sage, ich erwarte heute vielleicht eine kurze Intraday-Bewegung, dann sollte ich mich so aufstellen, dass ich auf keinen Fall eine Bewegung von 300 Punkten nach hinten mitnehme. Das heißt, ich muss mir bei jedem Trade ganz genau überlegen, möchte ich ihn im Zweifelsfall absichern? Bin ich bereit, auch eine gewisse Summe zu riskieren? Wie viel bin ich bereit zu riskieren? Und das Entscheidende wird sein, sich dann an das, was ich mir vorher überlegt habe, nachher auch zu halten. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste dabei, aber trotzdem die Frage, wenn ich das denn tatsächlich tun möchte und mich absichern möchte, wie kann ich das dann tun? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann mir zum Beispiel eine Put-Option ins Depot legen und sagen, wenn ich ein DAX-Exposure von oder ich habe ein Portfolio von europäischen Aktien im Wert von 100.000 Euro, dann gehe ich ab einem bestimmten Punkt, den der DAX unterschreitet, einfach DAX im Werte von 100.000 Euro nominal short. Das könnte ich über ein CFD machen, ich kann es über eine Option machen und habe dann in etwa mein Portfolio abgesichert. Das wird sicherlich nicht unbedingt hundertprozentig akkurat sein, aber es wird den schlimmsten Fall absichern. Und es ist auf jeden Fall günstiger, das so zu tun, als alle Positionen aufzulösen und später wieder neu einzugehen. Ich kann also einfach kurzfristig mich absichern. Ich sage jetzt einfach mal, wenn ich jetzt 2 Wochen in Skiurlaub fahre, will ich mich nicht um den Markt kümmern und habe Angst, dass mir mein Portfolio derzeit über die Ohren fliegt, bietet sich eine Absicherung sicherlich an und ist dann über so ein Vehikel schnell und relativ einfach und relativ genau möglich. Sie haben jetzt einige genannt. Welches ist denn für welchen Anlegertyp geeignet? Da ist es ja auch mal die Frage, welches nehme ich denn nun, welches Produkt zur Absicherung, also ein CFD oder eben Optionsschein, also was sollte ich da wählen? Das, was mir am besten ins Profil passt. Wenn ich mich mit Optionen noch nie beschäftigt habe, dann ist das einfach das falsche Vehikel, um mich mit etwas zu versichern, außer ich sage, ich will mich damit beschäftigen und reinarbeiten. Ein CFD ist einfacher, weil er genau
das Underlying, also das Basisprodukt 1:1 abbildet. Ich weiß ganz genau, wenn ich 100.000 in einem DAX CFD Short bin und der DAX fällt um 1%, habe ich 1.000 Euro Gewinn. Da brauche ich keinen Taschenrechner zu. Bei der Option ist das ein bisschen komplizierter, weil ich den Zeitwert mit in Betracht ziehen muss. Dafür habe ich aber auch einfach sozusagen diesen Versicherungscharakter, den eine Option immer hat. Ich kann sie also kaufen und im Prinzip vergessen, weil mehr kann ich nicht verlieren als das, was ich dafür bezahlt habe. Also die Option ist ein bisschen versatiler und vielfältiger und ich kann spannendere Sachen damit machen. Der CFD ist vielleicht einfacher und direkter von der Wirkung her. Was für mich das Richtige ist, muss ich immer selber entscheiden. Ein wichtiger Faktor sicherlich noch der Kostenfaktor. Wie schaut das denn da aus, wenn ich darauf achten will oder sollte ich dann auch darauf achten und was kostet mich so eine Absicherung? Also Optionen sind zu handeln etwas teurer als ein direktes Produkt wie der DAX CFD oder ein 1:1 Produkt dafür. Und sie laufen aus, das muss ich also betrachten. Wenn ich mich permanent absichern will, zahle ich also für jeden Zeitraum eine Versicherungsprämie, wie ich auch bei meiner Kfz-Versicherung habe. Oder eben ich bin nur für einen bestimmten Zeitraum versichert. Ein CFD kann ich sehr billig die Position eingehen, habe dann aber auch die 100%ige Wirkung. Das heißt, wenn dann der Preis nach oben geht, verliere ich auch 100% im CFD. Das heißt, ich nehme mir dann die Möglichkeit, etwas dazu verdienen. Von den Transaktionskosten her, Optionen etwas teurer, weil verschiedene Faktoren einfließen. CFD sehr günstig. Vom Ergebnis her muss das nicht unbedingt so sein. Da kann beides sehr interessant sein und ich muss es mir einfach aufmalen, was ich glaube, das passiert und dann das Produkt nutzen, das für mich mehr Sinn macht. Also die Patentlösung gibt es für den Anleger dann doch nicht. Er muss sich selbst entscheiden, was er halt eben sich ins Depot legen möchte. Damit sage ich erstmal herzlichen Dank, Herr Schaffhauser, für das Interview. Und liebe Zuschauer, das war es dann auch schon wieder hier vom DRF-Parkett. Ja, nicht vom DRF-Parkett, aber vom Parkett-Interview auf jeden Fall. Ich sage danke, dass Sie dabei waren. Hoffe, Sie bleiben auch weiter dran beim DRF. Und bis zum nächsten Interview sage ich dann erstmal Tschüss.